Der Ausdruck Cancel Culture wird oft Kampfbegriff genannt, ist aber letztlich zu unscharf, um als Begriff durchzugehen. Vielmehr ist er ein verkapptes Hashtag, bei dem sich um ein gemeinsames Interesse herum Gruppen bilden. Man könnte Cancel Culture auch als performativen Arbeitsbegriff für den Kampf um die Diskurshoheit bezeichnen. Ein Begriff, der wenig aussagt, aber selbst eine Kampfhandlung darstellt. Cancel Culture ist eine ähnliche Täter-Opfer-Umkehr wie der behauptete Rassismus gegen Weiße. Aus dem echten Gefühl der Unbehaglichkeit oder sogar Empörung, wenn man als privilegierter Mensch unerwartet einen Ausschluss erlebt, wird unsachlich, unwissenschaftlich eine strukturelle Ungerechtigkeit abgeleitet. Dies ist perfide, weil sie individuelles, solidarisches Handeln negativ umdeutet. Statt anzuerkennen, dass VerlegerInnen, VeranstalterInnen sich im sicheren Fall oder auch Zweifelsfall auf die Seite von Gewaltbetroffenen, von Diskriminierungsbetroffenen stellen, wird ihnen Kunstfeindlichkeit und sogar antidemokratisches Handeln unterstellt. Dabei kämpfen in unserer Gesellschaft immer noch sehr viele Menschen um einen reellen Subjektstatus. Dabei brauchen sie unsere Unterstützung. Sollte der Preis dafür sein, dass sich privilegierte Menschen ungerecht behandelt fühlen, ist dieser Preis nicht zu hoch. Kunst, Kultur sind für Menschen und nicht umgekehrt.